Hallo, liebe Seele, herzlich willkommen zu deinem Tagesorakel heute am Freitag, den 26. Juli. Schön, dass du da bist. Über was darf ich sprechen für meine Zuschauerinnen und Zuschauer? Hier geht es darum, dass du vertrauen darfst, dass alles zu dir kommt, was du brauchst. Interessant, an der Unterseite ist die Karte 26 und heute ist das 26.7. Das Wasser des Planeten. Segne den Regen, die Flüsse, die Meere. Sechs Schwerter. Der Tod. Und da brauchst du keine Angst haben. Ich deute den Tod nicht. Es sei denn, er liegt in der Vergangenheit. Ja. Dann weißt du schon, dass es stattgefunden hat. Also ich deute den nicht. Ich mache hier keinem Angst. Es ist zu viel gewesen. Hier haben wir zwei. Der König, der Stäbe und der Stern. Das kann eine berühmte Person sein, die sich hier zeigt. Ja, König der Stäbe, das ist ein Bühnenmensch, ein bekannter, beliebter Mensch der Sterne. Es kann, in der Kombination kann es ein berühmter Mensch hier sein. Entweder bist du berühmt oder du hast halt mit jemandem zu tun und dieser Mensch ist sehr unterstützend für dich, für dein Anliegen hier. Man kann es auch, wenn jetzt nicht berühmt und im Fernsehen oder so, kann man sagen, dieser Mensch steht in der Öffentlichkeit, ist bekannt, hat eine gewisse Berühmtheit oder einen gewissen Ruf, einen guten Ruf aber. Und diesen Einfluss kann man zum Positiven nutzen. Was mir hier auffällt, ist, bei den sechs Schwertern, normalerweise rudert hier jemand in ruhigere Gewässer, aber sie steigt einen Berg hoch. Das ist nicht unbedingt. Klar, irgendwann ist man mal oben angekommen und kann dann auch wieder runter. Aber im Grunde stellt das hier schon eine Mühe dar. Ein Gewissen, dass man eine gewisse Willensstärke braucht und Kraft braucht, um hier nach vorne zu gehen. Also hier ist nichts mit ruhigeren Gewässern. Normalerweise ist Wasser auf dieser Karte. Und es ist interessant, dass hier an der Unterseite ein Segen aufs Wasser ist.
Also ich nehme das hier als Herausforderung wahr. Es ist wie, hier macht es sich jemand schwer. Hier macht es sich jemand schwer. Hier gibt sich jemand Mühe, hier ist jemand aktiv, hier ist jemand. Hier ist jemand sehr aktiv, obwohl hier ist jemand am Kämpfen. Für sein Ziel, die Bergspitze. Aber im Grunde vertraue, dass alles, was du brauchst, zu dir kommen wird. Das ist wie, als würde hier das Vertrauen nicht, wäre das Vertrauen hier nicht da. Weil wäre man hier im Wasser, könnte man sich auch in gewisser Weise, je nachdem, vielleicht ist man auch auf dem Fluss unterwegs, ne? Hier ist auch der Fluss angezeigt, könnte man sich treiben lassen. Hier ist jemand nicht im Fluss, hier ist es wie, hier vertraut jemand nicht, nicht so ganz, nein. Ja, der Mond. Das ist eine Situation, die noch unklar ist, ja, wo du auch mit gewissen Ängsten konfrontiert bist. Vielleicht die Ängste, dass du etwas nicht erreichst, dass du nicht am Ziel ankommst oder dass du nicht das bekommen wirst, was du brauchst. Also das ist wie so, die geistige Welt sagt, das, was du brauchst, wird zu dir kommen. Wird zu dir kommen. Aber es ist wie so, ich vertraue nicht, ich hole es mir selber, ich gehe selber in die Richtung, ich gebe mir Mühe, ich bin aktiv. Hier, ich bin eher verstandesorientiert. Ich muss was tun. Ich muss was zur Verbesserung beitragen. Ich muss etwas, ich muss immer in Bewegung sein. Ich muss, ich muss, ich muss. Ich kann das gerade nicht vertrauen, dass etwas von alleine kommt. Kann auch sein, dass es hier um eine Schattenseite von dir geht. Schattenseite, so eine Seite von dir, wo du sagst, okay, ich mache es mir gerade selber schwer, obwohl ich es vielleicht ein bisschen leichter haben könnte hier und da und dort. Okay, also ein Segen auf das Wasser. Ein Segen auf die normale Karte eigentlich. Wo jemand im Boot hockt und in ruhigere Gewässer paddelt. Aber in Ruhe. Nicht, da ist keine Kampfenergie mit drin. Der Tod. Sieben Stäbe. Ich glaube, das ist das, was sich transformiert. Das ist das, was sich in dir verändert. Immer diesen Drang haben zu müssen, etwas selber zu tun, um etwas zu kämpfen, immer in Bewegung zu sein. Und es muss schwer sein. Und ich muss noch und ich muss noch und ich muss noch und ich muss noch. So diesen Glaubenssatz, diese Einstellung. Sondern raus aus der Kämpferenergie zu gehen und Vertrauen haben auch. Das ist wie, man stößt die Dinge an in seinem Leben, am Tag, man tut, was man kann, aber es ist so, man erkennt dann auch, okay, ich habe jetzt alles getan, es ist alles jetzt in Ordnung, jetzt darf ich vertrauen. Ich darf loslassen und vertrauen, dass das, was wirklich zu mir kommen soll, das, was für mich bestimmt ist, das wird kommen. Das, was ich brauche, das wird kommen, für mich ist gesorgt. Ja, hier kämpft jemand ständig und durchgehend, obwohl er es nicht müsste. Und das ist das, was man hier langsam erkennt. Aber das ist nicht leicht, dieses Verhalten zu ändern oder das loszulassen. Der König der Stäbe und der Stern. Mal abgesehen davon, dass hier jemand in der Öffentlichkeit stehen kann.
und dich vielleicht unterstützen kann oder inspirieren kann. Vielleicht inspiriert dich heute hier jemand. Der Stern steht für Vertrauen. Hoffnung und Vertrauen. Und Wunscherfüllung. Vertrauen, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass für dich gesorgt wird. Das ist ganz wichtig. Hier an der Unterseite wird auch nochmal bestätigt, das, was du brauchst, wirst du bekommen. Hier wird ein Ausgleich stattfinden. Das ist eine gerechte Energie, das ist eine faire Energie, die Balance und Ausgleich anzeigt. Also das, was du brauchst, wirst du bekommen. Falls du Hilfe brauchst, du wirst hier Hilfe bekommen, tatkräftige Hilfe oder Hilfe in Form von einem Rat oder einem Lösungsvorschlag oder Hilfe in Form von finanzieller Unterstützung oder hier kommt ein finanzieller Ausgleich rein. Okay. Finanziell, etwas finanziell darf sich hier regeln. Hier ist auch so die Energie mit drin, du bist nicht faul, wenn du vertraust, wenn du loslässt. Du bist auch nicht verantwortungslos, wenn du mal vertraust und loslässt. Ja, hier weigert man sich so, hier so ein bisschen, was heißt weigern, aber hier so ein bisschen Widerstand gegen. Einerseits erkennt man das und weiß das, dass man in die Richtung gehen darf, aber auf der anderen Seite wird man hier noch, ist hier ein innerer Widerstand, ja, für diese Veränderung. Ohne etwas Regen gibt es keinen Regenbogen. Ja, das stimmt. Die Liebe lässt die Träume wachsen, siehst du? Das ist ein gutes Zeichen. Und an der Unterseite haben wir nochmal den Hinweis: Wenn es zu schwer wird, lass dich tragen. Lass dich tragen. Hier klettert jemand selber den Berg hoch. Das Wasser sagt, geh in den Flow, lass dich tragen. Lass dich tragen vom Boot, lass dich tragen hier von einem Surfbrett. Lass dich tragen vom Wasser, von der Strömung. Aber das heißt alles eine Einstellungssache. Ne? Wie in deinem Kopf findet das statt. Du darfst loslassen. Lass dich tragen. Vom Universum oder eben auch von Menschen, die dir Hilfe anbieten. Okay. Liebe Seele, ich wünsche dir einen wundervollen Freitag und ein ganz, ganz tolles Wochenende. Vielen herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Alles Liebe. Mach's gut. Bye, bye.